Hallöchen. Ja, ich bin gebeten worden, meine Weihnachts-, nein, meine Geburt-, meine Weihnachten, wie sagen wir heute, ne? Hallo. Meine Geburtstagsgeschenke zu zeigen und, ja. Ich glaube, das tue ich heute auch einfach mal, weil ich wirklich ganz viele tolle Sachen geschenkt bekommen habe. Geht jetzt nicht hier darum, anzugeben oder irgendwie zu sagen, guck mal, was ich habe, was du nicht hast. Das, hallo Marienkäfer, das ist nicht so mein Ding. Aber ich glaube, darum geht es auch nicht. So viele Hauls, wie ich hier schon gedreht habe, sollte euch das, glaube ich, klar sein. Und genau, vergesst nicht bei meinem Gewinnspiel mitzumachen, ihr habt noch lange Zeit. Und vergesst auch nicht den 10% Rabattgutschein für die Bestellungen bei Dresdner Essenz. Ich erwähne es nur nochmal und nein, ich hätte nicht dafür bezahlt. Unter meinem Verlosungsvideo könnt ihr die Kommentare nicht sehen, damit ihr dich voneinander abschreibt, weil ich das mehrfach jetzt per Kommentar gefragt worden bin. Da ich aufgrund der kaputten Technik aber im Moment nicht drauf zugreifen kann, kann ich diese Kommentare, die nichts mit dem Gewinnspiel zu tun haben, auch nicht freischalten. Fragt nicht, das funktioniert mit der YouTube-App nämlich leider nicht. So, dann legen wir jetzt mal los. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Sollte ich etwas vergessen haben, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich das Geschenk nicht wertgeschätzt habe. Im Gegenteil, mich über alle Sachen unglaublich gefreut. Über jede Karte, über jeden Gruß, über jeden Anruf, über jeden Luftkuss, den ich bekommen habe. Von daher, vielen Dank an euch alle. So, wir fangen jetzt mal mit der Torte meines Geburtstags an. Und zwar habe ich eine Dresdner Essenz und TTZ Star Wars Schokoladentorte bekommen von der lieben Schwenja. Und da drauf war noch ein Douglas-Gutschein, den ich vorhin auch eingelöst habe. Was ich mir davon bestellt habe, das werde ich euch dann zeigen, wenn es angekommen ist. Von der lieben Yvonne, die mir so unfassbar toll geholfen hat bei dem Geschenk für die liebe Sandra, Make-up is my passion, habe ich geschenkt bekommen einen Nagellack, den ich noch nicht ausprobiert habe. Ah, und diesen unfassbar tollen, warte mal, steht da was drauf? Das ist ein Nagellack, habt ihr gesehen, ne? Von Yuma oder UMA Cosmetics, ich weiß es nicht mehr. Und die Farbe Rock Around the Block. Sehr, sehr cool. Erinnert mich ein bisschen an meinen Chanel-Lack. Schöne Farbe, aber ich habe ihn noch nicht getestet. Den habe ich schon getestet. Und zwar ist der Liptastic Lip Lacquer von UMA in der Farbe, ich glaube, Milano. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Unfassbar cooles Zeug. Mal gucken, ob ich den jetzt noch drauf gepinselt kriege, ohne meine Zähne anzupinseln. Den finde ich richtig geil. Tolles, tolles, tolles Teil. Dann habe ich von der herzallerliebsten Anna eine Kitty geschenkt bekommen. Mein Freund hat sich total gefreut. Nicht? Sie hat eine Klitzerschleife und überhaupt. Und sie wird auch in der Tüte bleiben, damit sie so hübsch aussieht für immer, wie sie jetzt aussieht. Und dann habe ich noch bekommen Servietten, auf denen drauf steht. Weihnachtskalorien zählen nicht. Total gut. Und dann habe ich. Ach, da ist es. Total cool. Weihnachtskalorien zählen nicht. Ja. Und einen coolen Blog. Ein Monat voller cooler Statusmeldungen. Niemand gefallen deine Statusmeldungen? Damit ist jetzt Schluss. Diese 30 Sticker verhelfen dir zu maximaler Aufmerksamkeit in allen sozialen Netzwerken, on und offline. Und, den zweiten fanden wir, glaube ich, alle am besten. Während andere noch stolpern, liege ich schon auf der Fresse. Ja, wisst ihr Bescheid, da sind 30 solcher Sprüche drin. Wir haben sehr gelacht beim Geburtstag. Dann, hat die liebe Joey mir geschenkt den Film Good Will Hunting. Ich habe da nämlich so eine kleine Filmliste von Robin Williams bei Amazon erstellt. Und ja, da muss man nichts zu sagen. Robin Williams, Gott hab ihn selig, war ein toller Schauspieler und ich finde ihn ganz klasse. Und jetzt ist meine Filmsammlung eröffnet worden.
Und ihre gelesenen Cody McFadden Bücher bekomme ich. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, also wie gesagt, gebraucht, aber völlig egal. Kaufe ja auch bei Rebuy, ne? Haben wir so ausgemacht. Ja, von meinen Eltern habe ich bekommen diese absolut coolen Lippenstifte, die aus Schokolade sind. Voll cool, oder? Gibt's scheinbar bei Hustle und richtig, richtig cool. Ich glaube, ich werde sie nicht essen. Also ich werde sie garantiert nicht essen, aber sie sind doch wohl wunderschön. Und für eine Schminkeule ja wohl genau das Richtige, oder? So, ach ja, und von der Anna habe ich noch bekommen diesen extrem coolen Keks, den ich auch nicht essen werde. Da ist eine Charnet-Flocke drauf. Super süß. Da glitzert auch. Dann gab es von meinen Eltern noch eine Rosenbadekugel, die auch echt richtig, richtig lecker riecht. Ich weiß gar nicht, ein Badetrüffel ist das. Wo sie es herhaben, weiß ich nicht. Aber Rose geht immer. Vor allem, wenn es natürlich riecht. Und Servietten. Ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt, ne? Meine Mama schenkt mir ganz oft Servietten und ich finde die auch über alles schön, aber ich benutze die gar nicht. Wir haben Zebas. Zebabeschub weg. Ich weiß gar nicht, ich werde mir angewöhnen, die viel öfter zu benutzen, die Servietten. Früher habe ich die mal für Deko-Patch und Serviettentechnik benutzt, da war das immer sehr cool. Könnte ich ja immer noch mal machen. Ja, dann, ich bin total durch den Wind, entschuldigt bitte, habe ich von meinen Eltern diese unfassbar unglaubliche, mega geile Liebeskind-Tasche bekommen, die seit einem halben Jahrzehnt auf meiner Wishlist steht. Und ja, das ist die Berlin Bag. Die war damals limitiert und ich habe sie bekommen durch eine Kollegin, eine ehemalige Kollegin, die die verkaufen wollte. Hat sie damals original in Berlin gekauft und ich habe ja ein Taschenabkommen mit meinem Freund. Und daran habe ich mich auch gehalten. Ich war nur der Geldüberbringer. Ich habe meine Eltern so lange bequatscht, bis sie gesagt haben, ja okay, dann schenken wir sie dir zu Weihnachten und zum Geburtstag. Und so sieht das gute Stückchen aus. Es war ein absoluter Megaschnapper. Absoluter Megaschnapper. Und da waren meine Eltern auch durchaus einverstanden, mir sie zu schenken. Ich bin sehr, sehr verliebt. Sie ist scheiße schwer, auch ohne Inhalt. Aber sie ist einfach wunderschön. Ja. So, dann gab es von meinem Schnuppi auch ein paar Robin Williams Filme. Einmal Patch Adams, einmal Der Club der Toten Dichter und Good Morning Vietnam. Ha! Muss ich nicht so sagen, einfach unfassbar gute Filme. Und ja, dann gab es noch, ich weiß gar nicht, also irgendwie war ich scheinbar ein sehr liebes Menschenkind dieses Jahr, habe ich die zu Eva Tob Lidschatten bekommen von ihm. Und ja, zu Eva-Pinsel sind großartig. Die sind schon gewaschen und schon zum Teil benutzt. Ich finde die Tasche super, super hochwertig. Hat mir richtig gut gefallen. Farbe finde ich klasse. Werde ich wahrscheinlich als Kosmetiktäschchen benutzen. Innen ist die so gülden. Ob das lange hält, weiß ich jetzt nicht. Aber die Pinsel sind echt der Knaller. Und ja, ich freue mich wirklich sehr. Und warum ich darüber so entsetzt bin, dass ich noch mehr gekriegt habe, weil wir eigentlich gesagt haben, dann gibt es zum Geburtstag nichts, denn ich habe ich kann schon gar nicht mehr sprechen, diese Wachsjacke geschenkt bekommen. Also, das war Folgendes. Der Laden bei uns hier macht Ausverkauf, weil wegen Umbau. Und ich bin mit meinen Eltern da rein, weil mein Papa eine neue Jacke haben wollte, weil es gab 50% auf irgendwie fast alles. Und dann haben wir geguckt und was fand ich? Eine Barboy-Wachsjacke. Ja, gut. Da habe ich gedacht, naja, kannst du dir nicht leisten, das wird zu teuer. Und dann habe ich auf das Preisschild geguckt und dann war sie um 150 Euro reduziert und hat dann noch 200 Euro gekostet. Also richtig viel Geld. Allerdings finde ich ja immer, es gibt so Sachen, die kauft man ungefähr einmal im Leben und dazu gehört auch diese Jacke. Denn die wird forever
wird die einfach schön sein und ich werde sie auch forever schön finden, weil es ist halt eine Klassik. Ja, und dann bin ich zu meinem Schatz, hab dem gesagt, du guck mal, die finde ich ganz toll, können wir da nicht irgendwas machen, hast du schon Geschenke gekauft oder so. Und dann haben wir uns zusammengetan und dann hat jeder die Hälfte bezahlt. Also ich hab die eine Hälfte der Jacke bezahlt und der Hubi die andere Hälfte der Jacke. Und jetzt trage ich sie jeden Tag, aber sie ist viel zu warm, weil dieses Wetter hier mit 15 Grad diese Jacke eindeutig nicht benötigt. Ja, so. Und dann habe ich noch bekommen, ich habe gedacht, alter Walter, ne? Die herzallerliebste Heidi, früher mal Blooming Lovely One, jetzt nur noch Heidi, nur noch Heidi, hat mir die Urban Decay Gwen Stefani Palette geschenkt und ich kann euch sagen, ich bin komplett ausgerastet. Die ist so schön. So schön. So schön. Eine unfassbar tolle Palette und wie ihr sehen könnt, ich habe sie jetzt seit 2 Tagen, ich habe mich glaube ich schon 3-mal damit geschminkt. Also unfassbar toll. Das gehört auch zum heutigen Eye of the Day, die habe ich auch damit geschminkt. Eine unfassbar schöne Palette. Ich hätte sie mir selber nicht gekauft, aber ich bin sehr, 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 sehr froh, dass sie mir geschenkt hat. Und ich finde sie ganz toll und werde sie sehr in Ehren halten und ganz viele Make-ups damit schminken. Ich habe mir damals ja schon die Urban Decay Pulp Fiction Palette geschenkt und die macht einfach, also das ist die geilste. Weiß ich auch nicht, diese Palette ist der absolute Hammer. Es sind, glaube ich, nur 4 Farben drin. Ich glaube, es waren 4, ne? Ja, umgeteilt. Geil, und mit der kannst du echt alles machen. Und natürlich dieser Erweiterungspack mit Gwen Stefani, mit uns unterhalten, ist sehr, sehr geil. Und jetzt gibt es dann scheinbar auch demnächst, hoffe ich zumindest, die Lippenstifte dazu. Ich weiß es nicht. Hier hinten sind noch mal ein paar mehr Farben. Und hier sind jetzt Pröbchen. Und die finde ich auch richtig, richtig cool. Boah, der Marienkäfer macht mich fertig. Ja, die finde ich auch richtig cool. Also da würde ich mir tatsächlich auch mal einen näher anschauen, wenn es die denn in Deutschland geben sollte. So, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Eure ganzen Karten sind natürlich angekommen. Die werde ich zum Teil in meinem Büro aufhängen, zum Teil in ihren halten in meinen Kalendern. Und ja, ihr wundert euch vielleicht auch, warum ich kein Woodys Weihnachtsdeko-Video gemacht habe. Da muss die Mama dieses Jahr ganz alleine herhalten. Ich habe A, nicht so viel Deko. Wir haben auch dieses Jahr nur einen klitzekleinen Weihnachtsbaum. Ich mache euch gleich mal ein Foto. Aber irgendwie sind wir kaum zu Hause. Ich bin die Hälfte der Zeit noch arbeiten. Und es ist mir ehrlich gesagt dieses Jahr viel zu stressig und zu aufwendig. Und da die Technik im Moment ja mich verlassen hat, hatte ich jetzt auch nicht so viel Schnüff drauf, mich mit anderen Dingen noch weiter rumzuärgern. Von daher hoffe ich, ihr habt dafür Verständnis. Ich gehe mal davon aus, 2016 wird es wieder anders aussehen um Weihnachten. Aber bis jetzt bin ich mit dieser Entscheidung echt ganz glücklich. So, ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und euch hat der kleine Haul gefallen. Vielleicht sind ja ein paar Sachen dabei, die euch noch die letzten Tipps geben. Ansonsten sind Gutscheine für Weihnachten immer eine gute Idee, finde ich. Und ja, lasst euch reich beschenken mit leckerem Essen und viel Lachen und Spaß und gute Laune, leckeren Getränken, Verzeihung. Und natürlich auch vielen materiellen Dingen, wenn sie euch denn Freude bereiten und ihr großen Spaß dran habt. Ja, so. Von Herzen alles Gute, ihr Süßen, und bis bald.